Okay, der hat nichts dabei. Der auch nicht. Vielleicht kommen wir ja doch tatsächlich darüber geschwommen. Und hier ist noch irgendwas. Achso, ah, ich dachte, ich könnte was looten. Schau mal, ich könnte eine Waffe ziehen. Nein! Kamera, dreh dich. Bäm. Ja, ja. Erinnerst du, Mut? Du hast es dir voll gezeigt. Wo hast du drauf? Ich glaube irgendwie nicht, dass wir darüber geschwommen. Oh, da ist was. Eine Mupfel. Ich glaube nicht so ganz, dass ich darüber geschwommen komme. Das ging ja bei Calador auch nicht. Aber. Das sieht auch gut aus. Ja, haben wir es echt geschafft? Tatsächlich. Ja, dann kraulen wir mal ein bisschen hier. Haben wir es tatsächlich geschafft? Eine Hornmuschel. Eine normale. Hä? Was ist? Wie hoch? Ah! Ein Lurker. Ne, kein Lurker. Eine Wasserechse. Wie aus wie Murloc. Aber Murloc hätten du wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Ja. Und der macht auch so komische Geräusche wie ein Murloc. Aber so richtig wie ein Murloc. Ja, er ist gedacht, wäre so ein. Wäre ein Lurker von Gothic. So ein bisschen kleiner. Guck mal hier. Ein Jaguar. Entschuldige, ich dich bei deinem Mittagsschlaf gestört habe, aber. Ich glaube nicht, dass du sehr friedlich bist. So. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus, aber da können wir gleich mal dahin schwimmen. Das ist auch wieder so prädestiniert dafür, irgendwas zu verstecken. Da hinten ist noch ein Risen-Murloc. Ich glaube, der kommt auch schon. Oder? Zumindest ist er angriffslustig. Und Boons greift ihn an. Ah, ich muss die Waffe neu ziehen. Er klingt echt wie ein Murloc. Sieht aus wie ein Murloc, ist ein Murloc. Wasserechse. Wow. Sandteufel. Das ist ja eigentlich ein recht cooler Name. Sandteufel. Fast irgendwie so. Wasserechse. Hätte sie ja wenigstens zumindest Lurker nehmen können. Den Scavenger haben sie auch übernommen. Außer die haben tatsächlich auch noch Lurker hier. Wir haben nur noch keinen gesehen. Aber die sehen aus wie Murlocs. Und Murlocs? Was sind das? Wasserechsen? Könnte man doch behaupten, oder? Na, jetzt ist aber gut hier. Blöder Murloc. Fand ich übrigens beim Warcraft zu Beginn so geil, wie sie dann einfach den Murloc da so am Rande eingebaut haben, wo die da durch den Elven geritten sind. Einfach nur episch. So, noch mehr Hornmuscheln. Muss ich wahrscheinlich hinterher alle aufmachen, wie ich so eine doofe Perle finde. Das ist aber auch voll so WoW-mäßig, ne? Wenn ich hier die ganzen Muscheln aufmachen muss, dann finde ich auf einmal so eine Perle. Nein. Eigentlich ist doch hier noch. Nein, kann ich irgendwie nicht aufsammeln. Tauchen kann ich auch nicht. Ah, guck mal hier. Hier ist doch bestimmt was. Ja, ja, was sag ich? Zumindest Spitzhacken schon mal. Eine Schaufel? Eine verlorene Ausrüstung. Goldsack, Spitzhacke. Eine Hornmupfel. Eine Schildkröte. Die lassen wir in Ruhe. Das ist wieder so richtig geil gemacht hier. Das gefällt mir richtig gut. Sowas liebe ich ja. Das ist einfach wieder das Detailreiche vom Piranha-Weiß. Ha! Hammer!
Was können wir mal eben gucken mit dieser Ausrüstung? Das wird wahrscheinlich. Logbuch. Nee, wo war das denn? Charakter. Sammlung, genau. Brauchen wir noch Dietrich. Nee. Das ist nicht bei. Doch bei Inventar. Verdammt. Irgendwie die falschen Tasten. Alles. Gehen wir einfach bei alles durch. Schlissenes Hemd. Bringt uns nix. Einschüchtern. So. Schnaps des Kämpfers. War ja eine Quest. Schatulle, Silberbecher. Affenstatue haben wir schon zwei. Altes Wissen. Kann man eigentlich damit machen? So, eigentlich irgendwie gar nichts. Augetatze. Ist das Ding? Wo ist das Ding? Notizen. Geheimnisse der Zitadelle sind Bücher. Piratengeschichte. Leonards Ausrüstung. Ein kleines Set von allem, was man zum Anbau von Bodenschätzen so braucht. Abbau von Bodenschätzen braucht. Kann ich nichts mitmachen. Ich glaube, da habe ich mich einfach nur verlesen. Also werden wir wahrscheinlich irgendwann für irgendjemanden brauchen. Moment, konnte ich da was aufnehmen oder? Ja, da. Wieder eine Hornmupfel. Mach ihn nieder! Blöder Sandteufel. Ah! Immer so langsam! Der steht nicht mehr auf. Ah, da kommt schon der nächste. Ich hau wieder einfach nur ins Nix. Das tat weh. So. Hier haben wir wieder nichts dabei. Nein, ich möchte nicht reden. Ich kann schwarze Herzen reinigen. Das konnte ich nie. Ich bin beeindruckt. Jetzt kannst du dir deine eigene Medizin herstellen. Naja, Hauptsache es bringt was. Aber wann ich das wirklich einsetzen müssen muss, weiß ich nicht. Weil es irgendwie noch nicht wirklich ersichtlich. So. Können wir erstmal hier oben lang gehen? Los, ja, schon wieder. Ah, ne, das sind die Feuervögel. Die beißen aber auch durch. Also, ne, die haben mich durchgebissen. Bäm. Ja, jetzt ist aber mal gut jetzt. Lass mich doch mal hier zum Schlag kommen. Ja, nein. Ich hau vor allem ganz wieder daneben. Was soll denn das? Boah. Ist Viecher, ey. Nein, ich will nicht mit dem blöden Idioten reden. Ich will den Feuervogel looten. Oh, hat der eigentlich kein Fleisch bei sich? Ein paar Hühnerbollen. Ist ja Vögel. Können wir von hier oben so ein bisschen drum herum gucken. Das ist, glaube ich, vermutlich Seekarte.
Da ist die Insel. Ich habe den Höhlen. Und das alles nur Haumuscheln, die wir nicht eingesammelt haben. Oh, tatsächlich. Oh, die laufen uns ja nicht weg. Danke, Boons. Ja, da war noch was. Wir lassen nichts liegen, was wir sehen. Oh, was? Doch nur ein Feuervogel. Da habe ich gedacht, wäre irgendwas anderes. Los da! Ja? Das war's mit dem. Ach, schon wieder einfach mal auf den. Einfach halber immer mal wieder auf den Mut hauen. Aha. Aber der scheint auch mittlerweile gewohnt zu sein, der meckert schon gar nicht mehr. Zack, nochmal wieder den Kau. Ah, hau den blöden Vogel um hier. Ich will den Vogel hauen, nicht der Vogel mich. Jetzt aber. Geht immer weiter nach oben, ne? Ah komm, ja, gehen wir den Weg zu Ende. Ich glaube es war nicht, dass ich jetzt letztendlich hier für... Moment, wo bin ich jetzt hier? Okay. Hier rauf muss für das, was ich eigentlich vorhabe. Will ich hier Zepter-Gedöns fertig machen. Aber hier wird es bestimmt irgendwas geben. Hier sind auch irgendwie Knochen. Ich auch wieder ein bisschen darauf hindeutet, dass es hier was geben könnte, aber hier ist nichts. Er muss nicht immer überall was liegen. Aber irgendwas wird auf jeden Fall schon noch der Sinn von diesem ganzen Weg hier sein. Nochmal Goldklee. Ja, so ein doppeltes Fass. Doch einfach mal vergessen. Noch mehr Feuervögel. Also der muss ja schon echt viele Mützen haben, der Boons. So vielen Leuten, wie der sich schon Mützen machen wollte. Weil ich loote die ganze Zeit von diesen Vögeln keine Haut. Aber den Gorilla, die Haut, habe ich ja. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Ja, warum sagst du mir das denn 100.000 Mal? Halt doch einfach den Bubble. Da ist irgendwie so ein Ramvieh-Dingens. So ein Panzer-Nashorn oder sowas. Rama. Heißt sogar Rama. Habe ich es richtig in Erinnerung gehabt. Wow. Hey, jetzt hörst du auf hier. Haut immer voll rein, das Vieh. So. Einmal mal einfach so umgehauen, würde ich sagen, ne? Kann ich noch rüber schwimmen? Jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwas auf der Zunge irgendwie ist. Scheint dem nicht so. Ja, schön, Boons. Du passt auf. Tja, würde ich sagen. Schwimmen wir mal hier so rum. Schauen wir mal, was sich da versteckt. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein Sandteufel schon mal. Gibt zumindest schon mal Ruhm. Und Ruhm können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ah, läuft das ja jetzt gehüpft? Steinhüpfen da. Also, Steinfitschen eher gesagt. Oh, hier ist so weiter nichts. Das scheint doch irgendwie zu sein. Scheint alles nur Schrott zu sein.
Das ist ein bisschen verdächtig hier. So eine typische Versteckecke. Da war irgendwas. Ja, das sieht mir doch mal interessant aus. Hier ist irgendwie mal schon mal irgendeine Figur von irgendwelchen. Ja, Göttern, was weiß ich. Hier ist sonst nichts. Echt, alles nur Ambiente. So, können wir auf die Insel rüber schwimmen. Sollte ja machbar sein. Soweit sieht das jetzt hier von hier aus nicht aus. So, das ist nur eine Schildkröte. Da brauchen wir uns erstmal nicht fürchten. Noch eine Mupfel. Da noch eine Mupfel. Und reinlaufen. Na, ich will doch erstmal immer einfokussieren. Ey, wo bist du? Ach, da, okay. Hat halt mich schon länger gebraucht. Blöden Affen, immer mit ihren Kokosnüssen hier. Hat der gerade meinen Boons geschlagen? Das Meer ist der natürliche Feind des Menschen. Das weiß jede Wasserleiche. Tja, die Wasserleiche, die kann dir da wohl nur zustimmen. Ey, da steht einer. Könnte das Petty sein? So von Weiten? Die haben wir ja noch gar nicht getroffen. Ist ja eigentlich bei der Absperrung da. Ist Petty. Petty! Du? Aber du lebst. Du Mistkerl. Ich dachte, du wärst tot. Was zum... Was ist eine Begrüßung? Ich dachte, du bist tot. Bäh, klatsch die mir einfach ein. Du hast mich aber beerdigt, Mann. Frau. Verdammt. Wie kann das sein? Du warst doch tot. Ja, ich weiß, aber ich lebe noch. Aber ich habe dich begraben. Es ist etwas komplizierter. Da bin ich ja mal gespannt, wie du mir das erklären willst. Ich habe meinen Geist verloren. Ja, klar. Das habe ich schon immer gewusst. Nein, hör zu. Es ist ernst. Das Schattenreich greift nach mir. Ich habe nur eine kurze Gnadenfrist. Wer weiß, wie lange. Ich bin nur noch eine wandelnde Leiche. Rede nicht so einen Unsinn. Du stehst doch völlig lebendig vor mir. Vertraue deinem Bruder. Es ist wahr. Ich komme auch noch nicht so gut damit zurecht. Ich muss meinen Geist wiederfinden. Sonst widerfährt mir noch Schlimmeres als der Tod. Na schön, aber... Wie? Ich weiß es noch nicht genau. Ich arbeite noch daran. Ich könnte dabei deine Unterstützung gebrauchen. Aber natürlich. Jetzt, wo du da bist, gehe ich dir nicht mehr von der Seite. Wo ist dein Schiff? Ich habe eine Schaluppe. Schaluppe? Du brauchst ein Schiff. Ich weiß, aber ich kann es mir ja nicht aus den Rippen schneiden. Dann werde ich hier auf Kila warten, bis du ein ordentliches Schiff hast. Bei dem kleinen Ding bin ich dir doch nur unnötiger Ballast. Wie bist du nur auf Kila gelandet? Nach deinem... Naja, die Scheiße an der Krabbenküste eben... bin ich nach Takarigua gefahren. Doch dort waren diese verdammten Schatten schon überall. Sie hätten uns fast erwischt. Doch wir konnten fliehen. Ich habe Buß und seine Männer noch nie so schnell Segel setzen sehen. Warum bist du nicht bei Buß und seinen Männern geblieben? Vergiss es. Schon während der Überfahrt hat Buß das Kommando an sich gerissen. Und als wir an Land gingen, wurde es immer schlimmer. Einer ging des Nachts in eine dunkle Höhle und kam nicht wieder. Ein anderer gaffte mich ständig an und verfolgte mich überall hin. Und immer wieder dieser Kerl, der am Lagerfeuer stand und das Ende der Welt predigte. Auf der kleinen Insel auf der anderen Seite der Bucht war ich sicherer. Du
Du hast unser altes Schiff Boos Männern überlassen? Wie ich schon sagte, ich musste vor ihnen fliehen. Das Schiff war mir da ziemlich egal. Ich habe mich um Slim gekümmert. Dieser Schuft ist schuld an dem Schlamassel auf der Krabbenküste. Wegen ihm hätte ich dich fast für immer verloren. Er wird so schnell niemanden mehr in die Irre führen. Und was macht dich da so sicher? Weil ich ihm garantiert keine zweite Chance geben werde. Gut, denn wenn einer meinen Bruder umbringt, dann bin ich das. Na, besten Dank. Haha, jetzt hab dich nicht so. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Ah, okay. Also kann man immer nur einen von beiden haben. Na gut, speichern wir erstmal.